Moin und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind gerade nur ein ganz, ganz kleiner Haushalt. Und ich habe noch eine ganz kleine Kleinigkeit hier mit euch zu besprechen. Denn mein süßes Rubylein hat einen kleinen Jingle für uns erstellt. Denn ich möchte jetzt immer eine Einblendung machen, denn ich habe doch jetzt den MuliSims-Hashtag in der Sims 4 Galerie, damit die mir Sims einschicken können für Challenges, Baby-Daddies und keine Ahnung, wo ihr halt gerade Lust drauf habt. Schickt mir alles ein, was ihr wollt. Ihr könnt mir auch Häuser zuschicken, wenn ihr wollt. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es toll. Ich habe schon mal nachgeschaut, was jetzt nach dem ersten Video reinkam und es kam tatsächlich zumindest ein Eintrag und das finde ich ist schon ziemlich, ziemlich toll. Und ich würde behaupten, wir werden einfach nächstes Mal, also für das Mittwochsvideo vielleicht schon sich darum kümmern. Ihr könnt mir auf jeden Fall alles einschicken, was ihr möchtet. Und ja, danke auf jeden Fall, mein Schatz, dass du mir diesen Jingle gemacht hast. Ich freue mich sehr, ich finde es toll. Ich hoffe, ihr findet es auch toll. Und der Twitter-Account von Ruby ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dann könnt ihr gerne vorbeischauen, denn das ist ein super lieber Mensch. Und ja, ich liebe diesen Menschen sehr. Dankeschön. Und jetzt sind wir wieder im Haushalt drin und mal gucken, was wir jetzt hier machen werden. Denn wie geht's denn den Kindern? Achso, warte mal, die sind ja hier am Wochenende. Oh nö, aber die werden eigentlich schon ready, um älter zu werden, oder? Dumm, dumm, dumm. Aber wir kriegen, glaube ich, noch Kinder, oder? Ist sie schwanger? Ja, oder? Ja, ein Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Das ist schon mal gut. Wir sind auf einem guten Weg, I guess. Ja. Also in dem Schaukelstuhl sieht das schon nochmal süßer aus. Kann man nicht sagen. Also, oh, Bibi. Level 8. Melody kann jetzt Strampler für Kleinkinder und Bibi stricken. Ja, ich habe darauf so gewartet. Oh, ich bin glücklich. Yes. Oh, süß, man kriegt sogar ein Moodlet, wenn man im Schaukelstuhl sitzt. Das finde ich süß. Oh, das Babyzeichen blinkt gerade. Oh mein Gott, wir sind bereit für ein Kind. Also ich auf jeden Fall. Denn wir sind sehr leer hier und wir würden gerne mehr wollen. Ja, ja. Okay, ab ins Krankenhaus. Ich bin bereit dafür. Zack. Ja. Wir gehen natürlich wie immer alleine. Also Samstagabend. Dann machen wir wieder Montagabend. Dann müsste das wieder hinkommen. Ja, mal gucken, ne? Also ich denke, ich werde mir das dann schon direkt aufschreiben, weil ich denke, das schaffen wir nicht in dieser Folge. Ich bin mir unsicher, ob das klappen wird. Aber wir werden sehen. Also wenn es ein Junge ist, machen wir mit X weiter, ne? Ich glaube, der letzte Junge war mit B. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Pff. Es ist ein Junge. Wow. Ich finde Xavi sehr, sehr süß irgendwie. Und das habe ich noch nicht so oft gehört, deswegen ja. Und noch ein Mädchen. Und da nehmen wir... Oh, Lavender ist ganz cool eigentlich. Und es sind Zwillinge. Okay. Wir können auf jeden Fall direkt noch ein Kind machen mit jemandem. Also wir haben auf jeden Fall Kapazitäten frei hier. Ah, und wenn sie dann die Kinder bekommen hat, dann können wir sie umstylen. Ah! Oh mein Gott, ich bin bereit dafür. Weil ich meine, ich finde das sehr, sehr süß, wie sie gerade aussieht und so. Aber ich glaube, sie hat mal wieder was Neues verdient, oder? Ich meine, sie hat schon viele Phasen in ihrem Leben durchgemacht, ne? Wir gehen jetzt erstmal alle schlafen, würde ich behaupten. Und morgen suchen wir uns dann einen neuen Baby-Daddy. Oh, es ist schon wieder Sommer. Krass. Manchmal geht das schon ziemlich schnell, würde ich behaupten. Als ob wir schon in Part 76 sind. Kann doch nicht sein hier. Wir rufen sich Gefangene gegenseitig an. Mit dem Handy. Hast du gelacht? Nein. Irgendwie kann sie nicht mehr stricken. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Ich werde sie einmal resetten. Vielleicht hilft das dann. Neues kann sie anfangen. Okay, das andere ist anscheinend einfach verbuggt. Bisschen sad. Aber naja, Babystrampler sind auch wichtig. Aber wir wollten ja auch schwanger werden, ne? Mein Nieren hat schon wieder richtig ausgesetzt. Ey, was soll denn das? Hier sollen mal mehr Typen rumlaufen. Okay, ich habe jetzt wen. Ich hoffe, dass das funktioniert mit dem. Also so weit, so gut, würde ich mal behaupten. Ja, sieht, denke ich, vielleicht schon ganz gut aus. Ja. So, dann bitte. Bitteurin, wie immer. Okay, Kuss und das wird funktionieren. Hoffentlich. Ja, sehr gut. Woo! Meine Lieblingsserie wird gleich ausgestrahlt. Excuse me, ich bin eine Lieblingsserie. Wieso können die das nicht da machen? Wieso können die nicht in der Dusche Techtelmechtel machen? Warte. Ich füge mal in meine Runde hinzu. Vielleicht funktioniert das dann besser. Weil dann gehen wir einfach mal dahin zusammen. Dann müsste das gehen. Jo, jetzt klappt's.
Sehr gut. Das Baby heult, aber ist ja egal, ne? Das neue Baby, was hier gemacht wird, das ist wichtiger. So, ist sie schwanger oder nicht? Ja, ist sie! Woo! Dann können wir unsere Gruppe auch auflösen, denn der Typ kann jetzt gehen. Juhu! Nein! Stopp! Nein, 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 nein. Du gehst hier definitiv nicht wieder hin und machst ein Selbsthechtelmächte in dem Bett von meinen Kindern. Nein. Einfach nur nein. So, die Kids sind auf dem Weg zur Schule. Ich denke mal, dass sie dann auch befördert werden, in Anführungszeichen. Ich glaube, die Option, ein Strickprojekt fortzusetzen, ist verbuggt, weil sie dann immer, wenn ich das drücke, geht es nicht weiter. Das ist ein bisschen traurig. Es gibt Projekte, das ist sehr, sehr gut. Und sie sind beide Einsatzschüler. I love it. Happy Birthday to you. Sie ist nämlich ein Snob und wäre gern Herrenhausbaroness. Oh mein Gott, das sieht nicht ganz richtig aus. Und dir wünsche ich auch alles Gute. Like always. Hui. Und du bist Öko-Fanatikerin. Und möchtest Meisterköchin werden. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt in den Creative Sim einfach mal. Leute, ich habe ganz schön überzogen jetzt mit dem Umstyling. Ich dachte, das würde ein bisschen schneller gehen, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich wollte. Aber dann ist das halt leider so. Ist ja so. Wenn das jetzt doch nicht um 17 Uhr online geht, weil es halt ein bisschen knapp ist, dann liegt das an dem Umstyling tatsächlich. Aber hey, ich wollte halt das dann mit reinbringen und jetzt ist das halt so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!